Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Chicky Boink und das ist Resident Evil 7. Liebe Freunde, ich habe mich entschieden. Ich gehe erst in den anderen Raum. Zumindest will ich mir angucken, bevor ich hier weitermache. Ich weiß nämlich nicht genau, wo es am besten weitergeht. Hallo, die Dame. Was kann ich für Sie tun? Ein Dietrich. Cool. Rucksack. Geil. Ja, sehr cool. Ein Schatzfoto. Irgendwas mit. Okay. Ist das hier in dem Raum? Nee. Sieht wie ein Plan für eine Waffe aus. Ah, ja, das zeigt den Granatwerfer, oder? Ja, hat sich schon gelohnt, hier hinzugehen. Die ist auch noch da. Noch ein Kraut. Und was ist das hier? Das ist ein Bild von ihrem... Oh, Jack tritt den Marines bei. 1980 und mein Hund juckt sich gerade ganz laut. Dieselbe Zeit wie alle anderen Uhren. Alle anderen Uhren. War doch irgendwo eine Uhr. Irre ich mich? Okay. 22:15 oder 10:15 Uhr. Oh, schaut mal, da unten ist noch was. Unterm Bett. Ja, ich muss dann wieder gehen. Tut mir leid. Ich denke mal, wir sehen uns noch das ein oder andere Mal. Sind wir hier? Ja, geil. Oh mein Gott. Puh, geile Konstruktion. Yeah.
Okay, wir haben eine Zugangskarte. Das ist schon mal gut. Ah, das ist die Werkstatt. Alles klar. Boah, Freaks. Boah, jetzt muss ich da wieder durch. Ich gehe rechts lang. So viele. Scheiße. Boah, komm hier weg. Atmen. Locker durch die Hose. Verdammte Mistviecher. Also brauchen wir den Schlangenschlüssel hier noch. Sonst würde ich ihn erstmal weglegen. Ja, ich lege ihn jetzt erstmal weg. So, Dietrich brauchen wir. Schatzfoto nicht. Die brauchen wir. Flüssige Chemie. Kalium. Oh. Und das brauchen wir definitiv. Ich bastel mir jetzt mal was Schönes hier. So, zum einen brauchen wir Brennerkraftstoff. Nö. Erste Hilfe nehmen wir mit. Schießpulver. Wir bauen uns natürlich was. Ich nehme mal einmal flüssige Chemikalie, die und einmal die. Was können wir denn? Können wir die aufspalten? Nee. Was kann ich jetzt bauen? Ich kann Arzneimittel. Pistolenmunition. Okay, 10 Schuss reicht erstmal. Ja, komm, das reicht erstmal. Wie viele Kräuter habe ich denn? 5. Nochmal 2. Kann man die stapeln? Was denn sortieren? Habe ich schon einiges gesammelt. Ein Kraut könnte ich auch so verballern. Ja, sind wir wieder im grünen Bereich. So, 3 freie Plätze. Das ist die Welt. Aber okay. So. Nochmal speichern. Und auf geht's. R
rechts rum. Wenigstens kommen die Viecher nicht immer wieder. So ein Klavier, es ist kaputt. Krauts. April. Oliver hat zu schreien aufgehört, aber manchmal höre ich von oben ein Klopfen. Mai. Es stinkt total. Und sein seltsamer Saft tropft von der Decke. Wie auch immer, weil ich Zeit hatte, habe ich die Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Fernbedienungstrophäe noch einmal verändert. Jetzt leuchtet sie sogar nachts. Fernbedienungstrophäe? Was ist die Fernbedienungstrophäe? Noch ein Dietrich. Irgendwas ist hier passiert. Ah, eine Leiter. Jetzt gesammelt. Ja, cool. Flintenmunition. April. Bin mit Mami zum Krankenhaus in der Stadt gegangen. Die haben mit einer komischen Maschine ein Foto von meinem Kopf gemacht. Dann hat mir Mami ein Puzzle im Spielzeugladen gekauft mit 259 Teilen. Doofer Oliver ärgert mich immer. Du bist krank im Kopf. Ich habe Oliver angelogen, habe ihm gesagt, er soll zu meiner Geburtstagsfeier kommen. Dann habe ich ihn von außen auf dem Dachboden eingesperrt mit meiner Fernbedienung. Er hat geheult. Lass mich raus, Lukas. Ich habe die Fernbedienung verändert, damit die blöde Zoe nicht mehr zum Dachboden kann. Ich habe sie mit einer meiner Trophäen vom Erfinderwettbewerb vereint. Jetzt wird sie nie finden. Ah, aber wir haben sie gefunden. Was können wir hier tun? Nichts. So, damit können wir aber immerhin die Trophäen untersuchen. Was denn jetzt hier? Pillen, achso. Ein Horror-Dachboden. Wie schön. Die Börste-Kassette. Renovierungsvertrag. Kunde Jack Baker. Auftragnehmer Trevor und Chamberlain Construction. Renovierungsarbeiten vom 10. November 92 bis zum 30. November 92. Installation von schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Schattenaktivierter Tür in Eingangshalle. Flintenattrappe und Spielzeugaxt. Habe ich null Platz in meinem Inventar. Ich meine, brauchen wir das Zeug? Hier gibt es ja noch mehr interessante Sachen.
ich das alles erst wieder wegbringen. Ich glaube, das machen wir auch. Ja, cool. Da ist die Zugangskarte. Ich habe jetzt nichts. Ach komm, hier die Pillen. Die braucht doch keiner, oder? Urteil. Das Gemälde zeigt eine Frau, die vor einer Menge kniet. Boah, schon übel. Okay, also ich werde Folgendes machen. Bevor ich jetzt die Karten wo auch immer einsetze. Ist das da draußen? Gehe ich einmal speichern. Am besten im Waschraum. Und werde hier noch die Klamotten holen. Das mache ich dann offline. Weil das Gesammel müsst ihr ja nicht unbedingt sehen. Zumindest, dass ich sie im Inventar habe. Geht denn hier unten? Ist hier eine Techno-Party? Blöd. Ist ja unten der Waschraum. Aber hier kriegst du nochmal mit Dietrich. Ja, kann ich jetzt eh nicht aufmachen. Ja. Hey Kumpel, denk dran, die beiden Zugangskarten sind das Ticket zur Party. Komm nicht zu spät. Lass mich mit Mia sprechen. Nein, 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 du musst dich erst bieten lassen. Du hast doch nicht vergessen, wo doch. Die Party ist, wo ist sie oder? Denn? Du kannst vom Hof aus reinkommen. Also komm schon, Mann, alle warten nur auf dich. Ja, sehr geil. Aber jetzt, wie gesagt, wir sammeln erst die Gegenstände ein. Komm, machen wir das in dieser Episode und dann, wen das nicht interessiert, der kann das gerne einmal überspringen. Und natürlich müssen wir uns auch noch das Video reinziehen. So, eins nach dem anderen. Okay, das brauche ich im Moment nicht. So, weg damit. Das Crowd brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Okay, ich lege eine Waffe ab. Ich lege zwei Waffen ab. So. So, speichern, den Rest holen. Haben wir dann genug Platz? 2, 4, 6 Slots. Sollte passen. Und dann in der nächsten Folge schauen wir uns das Video an. Und ich weiß nicht, ob das dann noch passt. Gehen wir natürlich auf die Party. Thank you.
will auch. Dum, dum, dum. So, alles klar, haben wir eingesackt. Hier fehlt aber noch was. Hier war doch noch, genau, das hier. Und... nee, das war's. Edit klar. Moment, das ist ein Wackelvieh. Sonst hatten wir, glaube ich, alles eingesammelt. Okay, dann wieder zurück. Hier ist Blut. Na, kurz und schmerzlos. Video konnten wir uns, glaube ich, hier im Wohnzimmer reinziehen. War das hier? Ach nee, oben war das. Müssen wir wieder nach oben. Schrecklich. Haben wir jetzt schon so viel Platz im Inventar und es reicht immer noch nicht. So, das weg und neu sortieren. Und wieder zurück. Okidoki. Die Triche hier irgendwo einzusetzen. Nee. Dann da oben, wenn wir zum Freizeitraum gehen, den einen Dietrich. Das andere nehmen wir mal mit. Achso, die Chemikalie brauchen wir auch nicht. Speichern und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jedenfalls eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.